Und unser Reporter Ibrahim Naber war auf einem geheimen Militärgelände in der Ukraine, wo sich Freiwillige auf den Einsatz an der Front vorbereiten. Hier seine Eindrücke. Wir stehen im Westen der Ukraine, an einem Ort, den wir nicht näher benennen dürfen, da hier militärisches Training stattfindet. Streitkräfte der Armee, aber auch teils Zivilisten und Streitkräfte der sogenannten territorialen Verteidigung werden hier an diesem See, an diesem kleinen Gewässer ausgebildet von erfahrenen Militärtrainern und sollen hier zum Teil dann eben auch für die Front vorbereitet werden. Wie Sie sehen können, haben wir hier mit dem Kampftraining begonnen. Wir werden die russische Übernahme nicht akzeptieren. Jeder hier weiß das und jeder beweist das. Einer von denen, die schon militärische Erfahrung gesammelt hat, ist Hauptmann Radewitsch. Ab 2015 kämpfte er für die Ukraine in Luhansk und Donetsk. Deutsch hat sich der ausgebildete Arzt selbst beigebracht. Ich bin Hauptmann der ukrainischen Streitkräfte. Jetzt bin ich mobilisiert zum Krieg, zur Verteidigung unseres Landes. Und sind die jungen Menschen hier ja, sind die schon bereit für die Front? Kann man sagen, nicht große Erfahrungen, aber schon. Die kennen sich so in den Schützengraben, die können schon normal mit alten Soldaten stehen. Do you feel ready? Fühlen Sie sich bereit, an die Front zu gehen? Nein, das war der erste Tag, an dem ich versucht habe zu schießen. Viele haben ihr altes Leben aufgeben müssen, um jetzt für ihr Land zu kämpfen. Umso größer ist der Frust über den Westen. Sie fühlen sich hier auch von Deutschland im Stich gelassen. Die westlichen Demokratien haben ihre westlichen Werte und Standards, das erklären sie mit ihren hochtrabenden Reden. Und wenn es dann zur Sache geht, dann stehen nur die Ukrainer für diese Werte auf. Eigenes, was wir brauchen, das ist ein Schutz vom Luftschutz. Das ist am schlimmsten, weil die bombardieren einfach alles, was sie sehen. Die normale Häuser und alles. Ganze Städte, die ruinieren total. Alle, die wir hier getroffen haben, sagen, wir haben uns diesen Krieg nicht ausgesucht. Der ist in unser Land gekommen, aber wir sind bereit, unser Land zu verteidigen.